unglaublich schön, unglaublich lang. Demnächst gibt es viele große Fahrzeuge von Karbe auf Mercedes-Benz mit Heckantrieb oder mit Frontantrieb. Das braucht nicht jeder. Also in normalen Bedingungen ist der Frontantrieb vollkommen ausreichend. Aber ihr habt zugehört und viele Händler haben gesagt, wir hätten gerne noch Heckantrieb beim langen Fahrzeug. Kommt zur CMT mit etwas Glück, oder? Mit etwas Glück, ja. Nicht genau dieses Modell, das ist ein 860er, aber genau den gleichen Grundriss, ein bisschen kürzer auf 8,10 Meter und Heckantrieb und Doppelbereifung. Ja, ein ziemlich langes Gerät. Wir haben ja großen Erfolg mit unseren Videos immer. Das längste Wohnwagen der Welt, der letzte hatte 1 Million, hast du gesehen? Ja, natürlich habe ich das. Da habe ich aber einen alten Karbe genommen für das Startbild, hast du gesehen? Ich hatte einen alten genommen, der sehr lang war, aber trotzdem, ja. Die Leute lieben eure Länge. Die Wahrheit ist, die Fahrzeuge fahren sich unglaublich schön, weil, Jan, wenn du mal gerade zur Achse Nummer 2 gehst und mit dem Finger drauf zeigst, zur zweiten Achse, und da mal mit dem Finger drauf zeigst, das ist die zweite Achse. Und jetzt gehen wir gerade mal zur Frontachse und zeig mal mit dem Finger drauf, das ist die erste Achse. Und ich sag mal so, gelenkt wird das Fahrzeug zwischen der ersten und der zweiten Achse. Die hintere Achse ist eine Nachlaufachse. Und das bedeutet also, der Wendekreis ist eigentlich klein, also relativ klein. Wir liegen hier bei rund 5 Meter und die meisten LKWs haben etwa 5 Meter Radstand. Und dadurch ist das Fahrzeug unglaublich gut fahrbar, oder? Ist gut fahrbar, aber im Vergleich mit anderen Marken glaube ich nicht, dass du recht hast. Also im Vergleich haben wir im Schnitt einen höheren, größeren Radstand wie bei anderen Herstellern. Das ist dann ein Nachteil, weil der Drehkreis ist größer. Aber es hat viel mehr Vorteile wegen dieser Ausschwung, wegen Stabilität, wegen Traktion und also ich bin einmal mit einem Karbe, du weißt ja, ich hatte ja 2 Karbe von euch, habe ich einen Überlandbus gejagt. Und wenn du dich auskennst, der Überlandbus, die dürfen, glaube ich, über Land 80 fahren und die kennen ihre Strecken. Das heißt, die fahren dann wirklich in Gebieten rein, wo du nicht hinterherkommst. Und dieses Auto hat so eine gute Straßenlage. Das Wankverhalten im Vergleich zum Iveco Daily ist gleich null. Also das Auto liegt wie ein Brett auf der Straße, das ist wirklich so. Und wir haben den ja mal gefahren. Ich habe einen Dreiachser gefahren für euch in den Niederlanden. Ja. Was mit hinzukommt, der Motor ist kaum zu hören. Der ist so leise, oder? Genau, und dann im Zusammenhang mit der Konstruktion, wie wir das bauen. Natürlich hört man immer etwas in einem Wohnmobil, auch bei Karbe, aber nicht so viel. So, Full LED, bei euch ist das Konzept in der Klasse all-inclusive. All-inclusive. Natürlich gibt es bestimmte Zubehör, aber das ist dann wirklich persönlich. Man kann noch mal eine zweite Solaranlage haben, aber eine ist schon dabei. Markise kommt noch dazu, vielleicht eine zentrale Verbrennungstoilette, aber dann hast du ein sehr komplettes Fahrzeug. Und unterm Strich, wenn man rechnet, dann ist man bei Karbe sogar mittlerweile günstiger als unsere Kollegen. Motorleistung, immer der stärkste Motor? 170 PS. Wir haben gerade gesprochen über den Wagen, das neue Modell mit Heckantrieb und dieser hat 190 PS. Also 170, 190 PS. Ja. Und dann sieht man hier Innovation Design, das können wir uns gleich mal angucken. Das ist die Beklebung. Die das ist eine Beklebung? Das die, ist, die ist nämlich nicht beklebt, sondern echt lackiert. Genau. Lackiert. Und das hält auch lange. Das habt ihr ja UV. Das haben wir schon viele, viele Jahre, ist auch ausführlich getestet, geprüft und das bleibt so. Ja. Ja, öffne mal bitte. Und dann sieht man die neue Garage, die ist viel größer und viel breiter. Viel größer, viel höher, viel breiter, ja. Habt ihr zugehört? Ja, natürlich haben wir zugehört. Wir versuchen immer zu hören. Wir können das aber nicht immer von einem auf den anderen Tag ändern, weil das sind für uns ganz große Änderungen. Natürlich den Seitenwand und natürlich auch die Innenseite, die dann komplett neu gemacht werden muss. Ja, das siehst du hier sehr schön. Das hier sind XL-Fahrräder für große Leute. Ja. In den Niederlanden sind ja viele große Leute. Ja, genau. Ich bin eigentlich gleich aus Holländer. Ja. So, ich zeig's mal. Und dann, ja, Preisschild 264.000. Aber du hast gesagt, bitte guckt euch das an mit der gleichen Ausstattung. Also ihr habt ganz immer genau. All-Inclusive. Ja. Ganz genau. Wir haben neue Preisschilder, die dann wechseln mit der Serienausstattung, weil er so viel auf...
guck mal hier, noch viel mehr Serienausstattung beim Imperial. Wenn du das vergleichst mit einem anderen Modell und du nimmst den Basispreis, dann ist eine andere Marke, nicht ein anderes Modell, aber eine Marke viel billiger. Aber mit der gleichen Ausstattung ist Kabel sogar günstiger. Und das andere ist natürlich dann immer noch kein Kabel wegen Isolation, Ventilation und so weiter. Ja, das ist Jan Herzog, guten Tag. Wir werden dich jetzt nicht reduzieren auf, dass du im Eingang stehst und gut aussiehst, sondern nur, dass du im Eingang stehst. Hallo, Jan. Ich habe tatsächlich gerade das ganze Fahrzeug aufgeräumt. Ach so? Ja, während der Messe wird ja alles... Alles zerstört. Ja. Das ist schon teilweise fragwürdig. Ja, da darf ich mal kurz erklären, was die Jan jetzt macht für uns. Die hält uns die Fahrzeuge frei, weil die sind ja unglaublich belagert. Ja. Und sie räumt, während wir draußen labern, räumt sie das ganze Fahrzeug auf. Ja. Damit wir ein Fahrzeug nach dem anderen machen können. Und da bin ich ihr so dankbar dafür. Aber... Du bist ja viel wertvoller als das und deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Oh, das ist aber... Ich drücke dir jetzt das Mikro in die Hand. Das kennst ist aber du schon. Eine schlechte Idee. Ja, denn du warst ja gestern noch bis 4 Uhr nachts unterwegs. Aber ich finde, da sind wir zwei gute Gesprächspartner. Und der Peter. Also Peter und Jan. Und ich werde mich dann nochmal einschalten, wenn... Stell mal eine Frage zum Beispiel an den Peter. Der Peter ist hier. Peter, was sehen wir denn jetzt hier drin? Was? Was sehen wir denn jetzt hier in dem wunderschönen Fahrzeug? Wir haben hier einen Grundriss, welcher am meisten verkauft ist. Bei Kabe zumindest, aber ich glaube auch bei anderen. Mit zwei Einzelbetten, Garage, ganz große Sitzgruppe, Winkelküche und volle Ausstattung. Lederbezug. Echtes Leder? Echtes Leder. Also, er fragt ja jetzt schon. Das macht mich jetzt echt sehr nervös, muss ich sagen. Das macht er immer. Der hier ist jetzt einen ganz kleinen Tick dunkler gehalten als der anderen. Wie viele Türen gibt es die denn? Ein Tön. Also du kannst ganz viel wählen, aber du kannst nicht die Holzfarbe, wenn du meinst die Holzfarbe, das kannst du nicht wählen. Nein. Woran liegt das? Liegt das vielleicht an der Bepolsterung? Das könnte sein. Weil ich glaube, die... Aha, du meinst das auch wegen Beleuchtung und so? Ja, ich finde im Gesamten habe ich das Gefühl... Dann, guck mal hier. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass das da liegt. Die sind die ganze Zeit hier unterwegs. Mit. Ich gestehe, ich kam hier rein, ich habe gedacht, der ist um einiges dunkler. Ich habe gedacht, das Holz natürlich. Ist dunkler. Ich habe gedacht, du meinst die Holzfarbe. Nee, jetzt sieht der ganz anders aus. Ja. Ja, gut, das ist natürlich interessant. Gut. So, das heißt, wir können hier... Ja, bitte. Ich wette mal, die Jan. Das ist aber daran, wirklich gemein. Ja, es liegt aber daran, dass Peter und ich, wir sind ein Ehepaar schon, was die Moderation angeht. Wir haben zwar noch keine Kinder zusammen, aber wir haben schon viele Fahrzeuge gefilmt. Und ja, wir haben viele Fahrzeuge gemacht. Und wir kennen natürlich auch ein bisschen die DNA von Kabe. Setz dich doch mal da rein, Peter. Peter, sei mal so lieb. So, jetzt machst du mal Folgendes. Du bist um 2 Uhr nach Hause gekommen. Das hier ist dein Ruhepol. Es ist erwiesen. Fachleute haben ermittelt in großen Tests, dass Kabe-Kunden viel lieber im Fahrzeug sind bei minus 40 Grad als draußen. Das hat man dann gut rausgefunden, ja. Geht das denn bei minus 40 Grad? Natürlich, ja. Und dann sagt man, minus 40, wo ist das? Wir sind eine schwedische Marke und oben in Schweden ist das eigentlich normal im Winter. Minus 40 geht. Lieben sich die Schweden? Also ich weiß, ihr habt ja eine große Population. Nachwuchs ist gesorgt. Aber das Längseinzelbett heißt ja, dass sich die Leute einzeln ins Bett begeben. Das hat ja mit Liebe nicht so viel zu tun. Was ist denn das meistverkaufteste Grundrissmodell? Das hier, also mit die zwei. Auch in Schweden? Auch in Schweden. Oder französisch Bett, also ja oder nein. Also entweder lieben die sich dann so richtig oder halt wollen ein bisschen Abstand haben, ne? Aber diese zwei Einzelbetten kann man natürlich ganz einfach aufbauen, umbauen aus ein ganz großes Bett. Also das werden wir uns gleich mal anschauen. Flexibel. Ja. Ja. Der Tisch, kann man den ein bisschen verstellen eigentlich? Kann man den drehen? Du kannst das in alle Richtungen verschieben. Mhm. Und was wir machen, serienmäßig, wir empfehlen, wir können nicht zwingen, aber wir sagen, wenn man fährt, soll man das auch vertikal machen, also aufklappen. Das fand ich richtig interessant, weil wir haben vor kurzem Crash-Tests gezeigt und der Tisch ist eben maßgeblich dafür, dass die Person eventuell nicht überlebt. Mhm. Ganz genau. Ja. Und wir sind Kabe, auch Schweden, wir wollen auch natürlich ganz sichere Fahrzeuge herstellen und wir haben gesagt, wir wollen der sicherste Reisemobil sein. Und das ist ein Beispiel, aber der Frischwassertank zum Beispiel hat auch
ein Frame, ein von Stahl, das ist montiert auf das Fahrgestell. Das gleiche für die Batterien. Die Frames, das kann man nicht sehen, aber die Frames auf der Seite, das sind, was wir dann nennen A-Frames von Stahl, sind auch am Fahrgestell geschraubt. Hier haben wir die Polster. Und wenn ich das mal hier mache, siehst du hier auch so eine Liste, Leiste. Und es greift hier in Kissen. Also das kann dann nicht nach vorne rutschen. Mhm. Das sind vielleicht, ja, das sind nicht Sachen, die man direkt sieht. Aber wir bauen die sicherste Wohnmobile. Der Welt. Der Welt. Okay. Ihr baut auf jeden Fall Wohnmobile, die eine gute Akustik haben. Also ja. Wenn du hier reinkommst, es gibt zwei Dinge, die dir bei Kaba auffallen. Erstens, sie duften schön. Also wenn du reinkommst, riecht es nach Leder, nach Chalet. Chalet kennst du? Ja, kenne ich. Chalet, diese Restaurants, die so teuer sind in den Alpen. Das stimmt. Oder die Garmknödel irgendwie 34 Euro kosten mittlerweile. Also das sind Chalets. Ja. Aber dieses schöne, weißt du, dieses Akustik. Mhm. Und das ist wegen Teppich am Seitenwand und auch auf die Decke. Weil man lebt in einem Kabel mehr innen, man hat auch mehr Kondenswasser und das wird dort aufgenommen und dann wegen die Heizung, die wassergeheizte Fußbodenheizung und die Konvektoren rundum, die nimmt die Heizung. War die selbstschließend, oder? Nein, das ist gut. Okay, dann gemacht. Ist gut. Okay. Aber dann wird die Feuchtigkeit aufgenommen und diese geht oben raus, wegen der guten Zirkulation. So, ich gehe mal vor, ihr bleibt bitte hinter mir. Und Jan, wenn du mal mit deinem langen Arm daran mal ziehst, es gibt eine Zentralverriegelung für alle Klappen. Das ist das Mülltrennsystem. Kannst du mal Tada sagen? Mit der nächsten nochmal Tada. Tada. Etwas höher. Tada. Sehr schön. Also Schubladen, wo das Auge sieht. Diese Schubladen haben auch den Messebetrieb gut überlebt. Soweit vielleicht. Ich habe es noch nicht genau angeguckt, angeschaut. Es gibt ein neues Design. Wir müssen darüber sprechen. Also ihr habt ja vorher ein anderes Design gehabt. Jetzt ist es klarer, etwas moderner. Etwas moderner. Wir haben gesehen, dass unsere Modellreihe beim Wohnwagen Estate sehr gut angekommen ist. Dort haben wir die schwarze Details haben wir benutzt und dann haben wir uns dafür entschieden, um das für alle Fahrzeuge zu bauen. Also schwarze Griffe, schöne Wasserhahn, schwarze Griffe auch in der Küche, überall. Auch im Badezimmer können wir später zeigen. Ist aber so dezent geändert worden, dass die alten Fahrzeuge nicht alt sind. Also nein. Das ist ja auch so ein schmaler Grat. Ja. Du weißt, was heißt schmaler Grat? Ja, das verstehe ich. Also, was heißt das? Ja, was sind das für Fragen? Kommen wir denn über das Fahrzeug? Darf ich dir mal was sagen? Ich finde das so super, dass ich mit dir filmen darf, ganz ehrlich. Weil es ist so, kaum jemand aus den Niederlanden filmt mit mir auf Deutsch. Und das ist immer so, immer auf Englisch. Also du bist derjenige, der wirklich sagt, wir stellen uns der Sache. Und du weißt selber das Vokabular. Ich kann überhaupt kein Niederländisch. Und ich bin so glücklich mit dir. Und weißt du, dass du einen großen Fanclub hast bei German Television? Dass hauptsächlich Frauen drunter schreiben, die irgendwie dich heiraten wollen. Und ich bin wirklich unglaublich begeistert. Sven, du weißt, ich gucke mir die Videos nicht an, weil wenn ich meine eigene Stimme höre und ich höre, wie ich Deutsch rede, ich habe das mal 10 Sekunden angeschaut. Die lieben das. Jan, es ist total cool. Ich finde es gut. Ja, wirklich. Ich finde es echt gut. Also vielen, vielen Dank. Und ich bin so froh, denn es gibt so viele Wörter. Und du musst ja auch sehen, dadurch, dass du ja so viele Sprachen sprichst, ja, das ist also wirklich dann mit den ganzen Händlern unglaublich viel auf Englisch auch, oder? Auch viel auf Englisch, ja. Deutsch und Englisch, ja. So, wir gehen mal durch. Längs Einzelbetten. Tolles Bett? Natürlich tolles Bett. Voll Luxus. Wow, das sieht ja wirklich aus wie ein Motel hier, oder? Ja. Hey, schön, dass die Klimaanlage auch macht. Ja. So, längs Einzelbett hier in der Mitte, sagst du, das kann man erweitern. Das ausziehen, heißt, einfach ausziehen, normalerweise. Gibt es ein Polster hier? Oder? Ja, dann legt man ein Polster hier auf. Ist das Polster dabei? Natürlich, serienmäßig. Und dann hast du ein ganz gutes, schönes Bett, breites Bett. Was ich toll finde, ist, dass du hier die Mitte schön verwenden kannst, um was abzustellen. Da kannst du auch mal ein Glas oder auch mal Chips, wenn du Fernsehen guckst oder irgendwas. Ja, das ist nett. Ganz angenehm, kannst du hier Fernsehen gucken. Ist auch schon vorbereitet mit Fernsehhalter. Warte mal, ich guck mal gerade hier um die Ecke.
Da sind wir. Und da ist der Fernseher. Die Kabel gehen ganz schön direkt rein. Sieht auch gut aus. Sind das hier die neuen Schalter eigentlich? Nein, die hatten wir schon einige Zeit, also 2 Jahre jetzt, ne? Oder 3 Jahre sogar. Ja. Sehr schön. So, also längs Einzelbetten habe ich verstanden. Ist hier noch ein bisschen Platz? Wir haben so viel wie möglich die Platz natürlich benutzt. Wir haben die Technik hier auch unten, aber oben siehst du, hey, das ist viel Platz, also ein Regal. Hier auf der anderen Seite auch noch. Schön. Und hier ein Kleiderschrank großer. Und hier noch ein Kleiderschrank. Du kannst die Regale auch wegnehmen, hast du noch einen Hängeschrank. Da. Garderobe. Alles ist komplett hinterlüftet und ja, mit der alten Heizung beheizt. Natürlich auch beheizt. Ja. So, und jetzt gucken wir mal gerade. Hier vorne ist noch ein Kleiderschrank. Weil ich glaube nämlich, wir sind ja ein kleines bisschen kürzer als beim 19er. Ja. Halber Meter, oder? Oh, ja, das muss so sein. 8,60, 9,10. Hast du gut ausgerechnet. Und. Ja. So, dann kann man zumachen. Wir haben hier eine Falltür, wenn du das meinst. Ja. Hier, so. Okay. Und? Warte. Genau, Peter, mach mal zu, dann sind wir jetzt draußen. Tschüss, Peter. Wir kommen aber nochmal. Ja. Was ich gut finde, ist, dass der Spalt, da war mal, glaube ich, mal ein großer Spalt, der ist weg. Ja. Aber schon seit ein paar Jahren. Ja, das war auch damals ein Prototyp. Wir sind hier auf die Messe und die Fahrzeuge sind ganz schnell hergestellt, ohne dass wir noch ganz genau wüssten, welche Neuheiten wir haben für dieses Jahr. Aber ja, man sieht das auch in den Videos. Es gibt Modelle, die sind nicht so, wie die sein müssen. Aber natürlich, wenn die geliefert werden an den Kunden, die sind perfekt. Die müssen, ja, okay. Perfekt, tipptopp. Große Dusche. Und was wir gerade angesprochen haben, wir haben Wasserhahn und diese Dusche ist auch in Schwarz. Sind kleine Sachen, aber es macht viel aus. Ja gut, das ist auch viel Geld. Die Leute wollen ein stimmiges Konzept aktuell. Ja. Und was haben die Fachhändler gesagt zu den Details hier, Schwarz, die Fachhändler? Ja, die haben danach gefragt. Die wollten das haben. Also die sind natürlich glücklich und jetzt müssen wir verkaufen. Was ist das für ein Knopf hier, der kleine? Wirklich keine Ahnung. Sehr das gut. Weiß ich nicht. Du bist so ehrlich, das mag ich. Ja, warte, ich setze mich mal aufs Bett. Und das ist das Licht. Das Licht? Ja. Okay. Das Learning by Doing. Warte mal, ich mach mal eins. Wir haben so viele Modelle. So. Die Breite, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wir sind auf ein extrem schmales Fahrzeug und wir schauen uns mal ganz kurz die Toilette noch an. Dann haben wir alles gemacht. Also großes, einzelnes Badezimmer. Und eine extra Toilette mit drin, mit einer Cinderella. Sag mal, ist die Serie die Cinderella eigentlich, weil ich sehe die überall? Nein. Nein. Das ist Aufpreis. Das ist auch für eine Toilette doch viel Geld, 5.500 Euro. Aber andererseits, mit so ein tolles Fahrzeug, dann wirst du doch auch Komfort haben, auch mit Toilette. Du musst nie wieder Fäkalien wegbringen, das ist das Interessante. Ja. Du hast keine Kassettentoilette, der Geruch ist weg. Es gibt so viele Vorteile. Und das Ganze demnächst auf Diesel. Ich bin mal gespannt, ob die auch vorkommt. Ja. Dann hast du diesen großen Tech Tower von Tedford diesmal. Diesmal, ja. Mit neuen Backofen dann, mit Glasfront und ein ganz guter Kühlschrank. Ziemlich groß, der Kühlschrank. Der ist echt gewachsen. Ja. Man kann den Anschlag auf beide Seiten machen. Das hier macht Sinn an der Stelle, dass er genau da ist. Und der neue Tedford Kompressor-Kühlschrank, der übrigens 2 Kältezonen hat. Das ist also auch was Besonderes bei dem. Und der macht richtig kalt. Also der Tedford ist diesmal, der Dometic war okay, aber das Eis war manchmal ein bisschen weich. Und hier ist aber so, die wollten es wissen. Und ganz viele sind auf den 60er Dometic umgeschwungen. Also herzlichen Glückwunsch, Peter. Es gibt auch noch einen anderen Grund, ganz ehrlich, weil wenn du schaust bei Kabel, fast alles ist Dometic. Klimaanlage, Touchpanel, die Fenster. Und auf einmal ist es auch gut, mal zu wechseln, weil wir wollen nicht zu abhängig werden von Lieferanten. Das hier ist ein Mineralwerkstoff, die Platte. Drinnen hast du viel Platz. Peter, wir haben noch viel zu drehen. Tolles Fahrzeug, 19 Minuten, die sich gelohnt haben. Die Länge, die Jan dürfte es ja nicht fahren. Also es geht ja um den C1E. Ja. Wir sind unter 7,5 Tonnen, 5,5 Tonnen? 5 Tonnen, ja. Sehr schön. Komm, wir gehen raus.
Das Ganze auf dem Caravan-Salon. Vorher zeige ich euch noch ganz kurz, das ist das zentrale Bedienelement. Hier wird alles mitgesteuert, auch der Kühlschrank von Tedford. Absolut. Gott, haben Sie sich verstanden, die beiden? Ja. Sehr schön. Und natürlich auch die alte Heizung und alles Weitere. Die Aufbautür, allein die Dicke von der Aufbautür, guck mal, die muss ja natürlich die gleiche Wärmedämmung haben. Und das Innovation Design, ist das grauer geworden hier unten? Ein bisschen anders. Also, und das haben wir auch gehört, es gefällt der Kunde sehr, sehr gut. Also ein bisschen weniger rot, aber dafür... Ja, weniger rot. Ja, weil, ihr wart auch Reisemobil des Jahres. Da kann man natürlich stolz drauf sein. Wenn wir einen Preis hätten, ich würde ihn ja vergeben, zumindest mal als Sonderpreis für die Fahrzeuge bis minus 50 Grad. Das war ja immer unser Argument. Bisher hat noch keiner gesagt, wir machen das auch, weil das so aufwendig ist. Wir zeigen es gerade mal eine Sekunde, wie viel Aufwand ihr treibt für allein die Dämmung. Und da sieht man sehr schön, das ist ein Sandwich-Material. Ihr habt Alu auf beiden Seiten. Das ist also auch nochmal ganz stabil. Genau, wir haben Teppich, wir haben... Ja, eigentlich gesagt, also im Bereich von Heizung, Ventilierung gibt es nichts besser. Und wir haben das Fahrzeug, ob es jetzt ein Wohnmobil oder Wohnwagen ist, wir fangen mit dem Boden an und bauen dann die Heizung ein und da, das Fahrzeug wird darum gebaut. Mhm. Und das ist eine ganz andere Weise vom Bauen wie die anderen. Und ist ein, die Heizung ist eine Sache, aber das kommt immer zusammen mit frischer Luft und natürlich die Isolierung. Ja, viele benutzen ja diese Fahrzeuge im Dauerbetrieb, viele Schweizer. Ja. Also dürfen ja keine Wohnwagen abstellen, die nehmen sich Wohnmobile, stellen die da ab. Und wenn da zufällig einer drin wohnt, so what? Und hier haben wir Ihnen den 860 LGB, also voll integriert auf Mercedes-Benz. Vielen Dank, John. Gerne. Und die Konsistenz werden wir jetzt mal testen mit dem dritten Fahrzeug, wenn man nachts um 4 Uhr nach Hause kommt, wie es wird. Aber du bist fit. Das Fahrzeug ist auch schon wieder fertig geworden. Tschüss, John. Tschüss.